Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Still Wakes the Deep, wo wir jetzt die dankbare Aufgabe erhalten haben, hier die Generatoren wieder anzuwerfen. Und ich habe hier schon in der letzten Folge so ein paar unheimliche Geräusche hören müssen. Und ich bezweifle, dass es jetzt so friedlich bleibt. Müssen wir hier raus? Anscheinend. Okay. Hier ist natürlich wieder alles zerstört. Wird uns diese Leiter in sanfte Gefilde bringen? Ich glaube ja nicht. Ich hoffe schon, aber huch. Ich habe verlernt, wie man Leitern hochgeht. Auch nicht normal. So, komm, hoch da. So. Aha. Ich finde auch komisch, wie gesagt, dass ich hier mit so vielen Sachen jetzt einmal rumwerfen kann auch. Und irgendwer soll ja hier auch in der Generatorengegend auf uns lauern. Aber noch sehe ich nichts. Ich höre nur die guten alten Wahlgesänge hier wieder. Oh Mann. Okay. Ja, hier ist doch offen, oder? Natürlich, so. Au, was ist jetzt los? Die Leitung, ist es nur eine Leitung geplatzt? Nichts Schlimmes. So. Generator, sehr gut. Ach du heiliges Elend. Was passiert eigentlich, wenn ich da drauf trete? Nichts, okay. Ich sehe nur seifenartige Gebilde im Kopf. Matt-Handling. Da wollen wir nicht hin, oder? Wir wollen immer noch zum Generator. Aha. Oh. Ja. Wartet mal, ich nehme mal hier den guten alten Gummihammer mit. Als Waffe werde ich den wohl kaum benutzen können. That must be it. The wee hut over on the other Wohin? Side. No far now. Da hinten? Da, ja, okay, alles klar. Oh man. Das wird nicht lange so ruhig bleiben, das kann ich euch garantieren. Da hinten ist eine Leiter, okay, aber. Fuck! Der? Nö, nicht noch so einer. Oh nein. Hab ich meinen Hammer noch? Natürlich nicht, wo ich hier hingeworfen. Meine Lampe versagt. Du siehst mich? Ich sehe dich aber nicht. Da hinten ist er. Den ablenken, gleich das nächste nehmen. Oh, fuck. So, der. Eine Thermoskanne bewaffnet, oder wie? Ich muss hier auf die Seite. So? Okay. Er geht da immerhin hin. Oh, vorsichtig. Vorsichtig. So. Bis jetzt ist ja alles gut gegangen. Gut, ich werde nochmal hier reingehen. So. Okay. Ach, das war nicht gut, glaube ich. Hier rein. Okay, ich bin erstmal safe, würde ich sagen. Okay, aber der Typ ist natürlich noch da draußen. Aufbereitung.
Stelle die Stromversorgung der Bohrinselmodule wieder her. Jesus, don't fuck up now. In order. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay. Soll das so? Kaz! Kaz, are you there? For fuck's sake, maybe no jump out of me. Ja, ich auch. You've not seen a deer. Oh, it's that prick. He's away in mud handling by the sounds of it. Listen, we're in business. We've gone for full power. To batteries. To sitting in the fucking dark. What are you all about? Oh, and getting in a stushy is gonna help us, is it? Just get that generator running. It's out on the floor. The key for it should be in there somewhere. I'll be out here looking for the fall. We'll be looking out for a deer as well. Toller Plan. Ja, okay. Oh Mann. Schlüssel? Ist hier der Schlüssel schon? Ah, okay. Gut. Sieht ja offiziell aus. Ein offizieller Kadal-Schlüssel. Gefunden. Ja, okay. Ich nehme mal an, hier raus. Oh Mann, ich bin richtig angespannt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen hier. Aber jetzt scheint er ja erstmal weg zu sein. So, weg damit. Und ich bin wieder hier. Also jetzt ans andere Ende. Dahin, okay. Aua! Okay, das war etwas zu, schnell wahrscheinlich, aber das scheint unser Ziel zu sein. Okay. Oh, das ging schnell. Ich versuch's wirklich. Ich hab deinen Namen vergessen. So, ich versuch's. Frau, die mir so hilft. Da ist er. Gut. Wo muss ich jetzt hin? Da hinten hin, okay. Das ist natürlich alles versperrt, ne? Hier auch. Okay. Klettern, klettern. Kletter doch. Ist er, verdammt. Okay, ganz langsam. Da oben hin. Hier ist noch ein Hammer. Okay. Hier vorbei vielleicht? Nee, natürlich nicht. So, Adair, dann wollen wir doch mal sehen. Ach, der ist zu flink, der Typ. Dafür habe ich gerade ein Achievement gekriegt, toll. Geh bitte weg, Adair.
Okay. Gut, er geht da hinten hin. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, das war wahrscheinlich sehr knapp. Da hinten, okay. Warte, warte, warte. Hier liegt noch ein guter Hammer rum. Ein gutes Hämmerchen. Oh, wo werfe ich ihn jetzt hin? Da hinten. Da ist er. Warte mal. So. Hier durch. Oh Mann, ich hab richtig Herzklopfen gerade. Okay, Mudhandling, da muss ich hin. Und der Typ ist natürlich immer noch hier. Hier lang, ja. Schnell, schnell, schnell. Okay, mach die Tür zu, Mann. Mach die Tür zu. Danke, das war knapp. Wow, das war knapp. Ich hoffe, ich habe ihn aufgehalten. Ey. Ich hoffe wirklich, ich habe ihn aufgehalten. Setze das Schutzrelais zurück. Oh Mann, 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 Mann. Ich höre ihn zumindest nicht mehr. Es hat ja besser geklappt als gedacht, ehrlich gesagt. So. Puh. Spannend gemacht. Ne? So, meine Lampe muss ich mal wieder so ein bisschen schonen hier. So. Und runter. Wo muss ich ihn hin? Da auf die andere Seite, okay. Okay, hier war ich doch schon, oder? Na, lieber die Lampe anlassen. This is mod handling. So the fuse box has to be somewhere. Da hinten. Ich hoffe, er ist weg, ey. Ich hoffe wirklich, er ist weg. Das riecht alles auch so nach Jumpscare gerade. Hier unter durch, unter der Pampe durch, noch hier, ey. Hier rein, ja. Okay. Ausschalten. Der Typ ist mir doch schon wieder auf den Fersen hier. Und einschalten. Und jetzt? Jetzt wieder zurück wahrscheinlich, ne? Scheiße. Den kriegst du mir nicht, oder? Hinten hin. Oh, der kommt hier hin, oder? Okay. Ich versuch's. Ich versuch's wirklich. Ich hoffe, der kommt hier nicht hin. Und laufen. Okay, puh, Mann. Oh, war's das mal mit ihm jetzt endlich? Hier kommt er nicht rein, oder? Er wartet auf mich, ja, sehr beruhigend. Was ist das denn schon wieder für eine Ursuppe da, ey? Er wartet auf mich. Es ist lieb, dass so nette Leute hier auf mich warten. So, den müssen wir auch nochmal aufmeißeln hier mit unserem Schraubenzieher. Gut, und hier nochmal abgedreht wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Okay. Gut.
hier auch noch vorbei. Das sieht auch nicht sehr einladend aus. Also wenigstens farbenfroh. So, anscheinend hier weiter. Ich hoffe wirklich, der ist nicht mehr da, ey. Und jetzt? Und nun? Hier hoch? Hallo? Okay, da sollte ich also nicht rauftreten. Gut, das scheint nicht der richtige Weg zu sein. Hauptsache keiner der... Moment mal. Hier geht's auch nicht hoch. Das war dann wohl der falsche Weg. Ich spare mal ein bisschen mit der Lampe hier. So. Da hinten ist das Relais. Ich muss irgendwie da hochgelangen. Also hier scheine ich ja wenigstens schon ganz richtig zu sein. Nein, 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 nein. Tja, wo lang jetzt? Bisschen komisch gemacht gerade. Oh, ich stehe wahrscheinlich nur übelst auf dem Schlauch. Jetzt kann ich auch nicht hier rüber, ne? Nee. Ich gehe einfach mal zurück. Nee, von da komme ich ja nicht. Ich mache auch mal die Tür hier zu. Geht nicht. Toll. Hier lang? Ah, vielleicht hier lang. So vorbeigeschlängelt, oder? Gott, wer ist das? Eine riesige Hand hier, ey. Was geht hier ab? Ist das der? Keine Ahnung, ey. Ah, hier sieht's richtig aus. Okay. So, hier kommen wir noch mal weiter. Zack, auf damit. Okay, und Adair ist wieder hier. Stop making noise, guys. What's that? Pass mal auf, Adair. Ja, das war geistreich. Das war sehr geistreich. So. Genau, geh mal weg, geh mal da hinten hin, sei mal lieber Adair. So, da hinten ist ja schon mein Ziel. Ja, hier bin ich richtig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Ich hab ihn erstmal abgehängt, sehr gut. Hier ist das Relais. Gut. Okay. Er lauert hier noch.
Ja, und jetzt? Ich bin zu hektisch, ne? So, einschalten, zack. Aha. Was hat er für Sorgen? Mag er kein Blut oder was? Okay, er haut ab. Er haut immerhin ab. Geh ans Telefon. Ja, sehr gerne. Sehr gerne gehe ich ans Telefon. Kontakt mit der Außenwelt und so. Finley? Kat? No, it's Brody. I thought it was Finley with the lights coming back on. It worked? Oh, thank Christ. Finley was here, but we get separated. You all right? Aye. The rig isn't though. Jesus, you kidding me? How long till it goes under? Wir sinken? Nicht gut. Look, I need you to come down to the pontoons. If we engage the tension winches in all four legs, we can buy some time. What's the point? The pontoons, the electricity, they fucking things. It's a fucking nightmare. What are you on about? You survived this long, haven't you? More than can be said for most of the poor bastards on this rig. Ja, noch. Christ, Kaz. Somebody up there must like you. That's what Roy keeps telling me. Aye. Well, he's a Barnsley fan, so he'll be used to praying. Yeah, you're no wrong there. I'm no wrong about this either. You're the jammiest bastard on this rig, and we need that right now. So let's do this, aye? What do I need to do? You engage the winches in legs A and B, and I'll do the others. Easy. There's a direct route down from engineering. Aye, alright. Okay. I'll find my way down. Top man, Kat. I'll give you a shout over the tannoy if we're in business. Mach das. Gut, unser nächstes Ziel. Starte die Zugwinden neu. Und ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Mein Gott, der hier, ey. Der war wirklich überall. Und er ist auch, glaube ich, noch da draußen, ne? Ja, da seht ihr ihn noch da draußen rum, schwirren, hätte ich fast gesagt. Ganz übler Zeitgenosse. Und hier drin kann er uns Gott sei Dank nichts tun. Ja, toller Ausblick auf die nächste Folge. Seht euch die wabernde Masse da mal an. Ich hoffe, es hat euch wieder etwas Spaß gemacht hier bei Still Wakes Deep. Nächstes Mal geht es dann darum, dass wir die Zugwinden neu starten, nachdem wir hier erstmal den Strom wiederhergestellt haben und diesen Viech da aus dem Weg gehen konnten. Mehr schlecht als recht, aber wir haben es irgendwie geschafft. Lasst gerne mal ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da und erzählt mir mal, wie es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Still Wakes the Deep. Also ganz liebe Grüße von eurem Flo. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao, ciao.